Zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir vergessen, das Mikro zu aktivieren. Hallo erstmal. Und willkommen zurück zu Dead Space 3. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle selber gelesen. Ich habe es zwar vorgelesen, aber das konntet ihr natürlich nicht hören. So was passiert halt einmal. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig ist. So, hier geht's weiter. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer. Mann, oh Mann. Hau doch ab! Scheißviecher sind es echt wahr. Ey, das ist so ätzend, ne? Muss ich schon mal sagen, ey. Da tut sich was gewesen. Natürlich. Oh!
Das ist echt ätzend hier. Ich hab gar keinen Bot. Das ist auch so nervig. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Warum ist da immer was Negatives dabei? Ich bin mal richtig unten, ey. Okay, wo ist das letzte Teil? Du willst, dass ich wieder hochgehe? Wieso? Kann ich das oben übersehen? Toll. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Sagst du? Ach, der ist schon wieder hier. War doch weg. Was ist denn die Scheiße da?
Toll. Was denn? Ich stuche mich doch auf Seiten. Schau maximal auf. Du kannst dich wegstuckern, was du willst, Max, ne? Bin schon fast tot, ey. Bin tot. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist so ein Käse da. Ich weiß gar nicht, wie jetzt das Ding da reinkommt, ey. Ich versuche jetzt ein bisschen auszudrücken. Oh, okay. Na, wo bist du? Na. Nein! War noch nicht irgendwie oben was gibt. Oh shit. Ich kann dich nicht leiden, weißt du das? Geh doch, häng dich drauf oder irgendwas, ey. Wo gehst du jetzt hin? Sind noch nicht fertig. Leute, dieses Biest läuft immer von mir weg, bevor ich es killen kann. Könnt nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Und ich dachte, da wäre nur Kiste drauf. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein. Warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Doch so? Oh. Hm. Okay.
Zumindest haben wir eine Bank gefunden. Okay. Die Waffe kann nicht modifiziert werden und da haben wir natürlich nichts. Wir stellen einmal sowas her. Wie schaut's aus? Ja. Eine Nietpistole kann man kaufen. Nee. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Ich würde sagen, wir upgraden hier, was noch geht. Was ist hier? Ein Artefakt. Hab keine Angst vor den Herausforderungen, die ich noch vor euch liegen. Denn ihr seid nicht allein. Wir sind Millionen und unser Glaube an die Maga ist unerschütterlich. Wir haben Unterdrückung überwunden und sind eine der am häufigsten praktiziertsten Religionen in der Galaxis geworden. Mit dem Mittel der Church konnten wir eine Armee aufstellen und damit Erdgorf Schutz erstürzen. Früher oder später wird Isaac Clarke gefunden, die Schandflecke auf den Magern werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam, das Ende ist nah. Gott, ich hab die alle einen Knall. Ach, den Stuhl will auch keiner. Okay. Schauen wir sich das mal an. Vielleicht findet man ja was. Schreck mich nicht so. Was ist da? Ein Zug? Deep Clear? Okay. Vorratslager, da kann ich hin. Gut. Eine Anzugstation, da ist ein Aufzug. Ich werde aber schon lang da.
Optionale Mission. Hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Okay. Ihr müsst kämpfen hier. Okay, Textlog. Lumley. Erste Landezone eingerichtet. CMS Franklin und CMS Frozer mit Ausrüstung und Personal unterwegs. 3. September 2311. Aufbau des Lagers schreitet voran. Sergeant George Corwin und 21. Ingenieur einrichten Pipeline zum primären Grabungsstelle. 11. Oktober 2311. Lager ist fertig. Hören wir die Geschichten vom primären Grabungsstelle. 13. Oktober 2311. Stürme erschweren Nachschub. Haben CMS Franklin heute aufgrund heftiger Winde verloren. Crew vermutlich tot. 15. Oktober 2311. Crew der Franklin geborgen. Sie waren auf einmal hier. Irgendwas stimmt nicht, behalten sie hier, bis sie zwecks Beobachtung zu CMS Greeley gebracht werden können. 16. Oktober 2311, abschalten, 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 macht uns vollkommen. Okay. Ich hab sogar einen Bot. Tja, das war mir auch noch, oder? Natürlich, komm doch noch. Bin ich mal so geil, wie schnell das da die Leichen verschwinden oder der Speicherplatz mir nicht ausreicht. Da geht's rein und was gibt's hier noch? Oh, nicht gut. Was? Alter, Alter. Okay, auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes! Mach uns vollkommen.
Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drinnen. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Oh nee, du. Was? Wie viele Gegner das da kommen, ne? Da kommt irgendwie was rein. Das kann ich natürlich nicht nehmen. Noch einer, ey. Der kotzt mich an hier, ey. Noch einer. Ihr kriegt so selten Ausgang oder was, Arena? Himmel. So, sind das so viele Dinge? Muss ich das jetzt überhaupt rein tun? Was ist da drin? Natürlich. Dann frage ich. Komm. Gibt es Teile? Nicht da. Wie kriege ich das oben rauf? Ich kann es bloß rauf schießen, ne? Sau, Sackgasse, ne? Ich will mal was probieren. Oben an der Haus, zwei so Einbuchtungen. Ein bisschen Energie nehmen. Oder eine, ich weiß es gar nicht. Eine, zwei. Ah, okay, da geht's wieder zurück. Alles klar.
Das wollte ich doch gar nicht. Gib doch das Ding jetzt wieder her. Oh Mann. Ich dachte, hier waren zwei Einbuchtungen. Okay, alles klar, alles klar. Wir müssen das dann später hochschießen. Damit wir wieder zurückkommen. Falls wir das hier überleben. Schaut nach Bügel aus. Ach, der ist jetzt verschwunden. Na klasse. Okay. Da müssen wir hoch, ne? Okay, schauen wir mal, wie es ausguckt, ausschaut. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen was bauen? Wie schaut's hier aus? Oh ja, das lassen wir jetzt noch so. Na komm her. Kotz mich hier nicht an, ey. Ich weiß nicht, ich schieß auf die Beine und nichts passiert. Oder? Hau ab jetzt, du blöder Stinker, ey. Reiß dir den Kopf ab, du blöder Arsch. Das war der Wahnsinn, wie viele das da kommen, ne? Hau halt ab jetzt da, oder? So ein kleiner Raum da immer. Vor allem in den Spielmodus, da wo du sowieso keine eigenen Waffen bauen kannst. Ich hab's doch gerade eingelegt, oder? Installieren? Was hat's bedeutet? Mal zerkehren.
Jetzt hat er gerade noch bewegt, oder? Unheimlich gelohnt. So gut wie gar nicht. Wie, das lohnt sich ja nicht, ey. Den Weg zurückzulaufen, das kotzt mir schon. Schaut's nice aus. Oh, halt ab! Geh weg! Faster! Das Signal kommt immer näher. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge, wir bekommen bald alle zu fressen. Was? Hier lang. Okay. Da ist der Bank, da kann man schon mal wieder Munition herstellen. Jetzt wollte ich schon sagen, was kommt jetzt da angrabbelt. Einmal Feuerrate und einmal Schaden. Objekte herstellen. So. Oh nee. Das sieht nicht gut aus. Ein Artefakt. Richard Lumbly. Früher dachte ich, es sei ein Individuum mit einem eigenen Leben und eigenen Problemen. Aber nun erkenne ich, dass wir alle nur Teile eines größeren Puzzles sind. Allein sind wir nichts. Es ist dieser Mangel an Vollständigkeit, der unsere Leben verkompliziert. Mach uns vollkommen. Das ist das, was ich höre, wenn ich die Augen schließe. Mach uns vollkommen, das ist das, was wir alle tun müssen. Wir müssen nur die ersten Schritte hinter uns bringen. Wir müssen nur sterben. Der Rest erledigt es. Ja, früher oder später tun wir das alle mal. Was soll ich jetzt machen? Kannst du eine ganze runterfahren? Oh Mama. Nein! Hau doch ab, ey! Geh ins Kinderheim zurück oder was? Hau ab! Das ist mein Kopf!
Mann. Ja, ich gehe jetzt da mal. Alter, Falter, habt ihr keine anderen Hobbys? War da nicht nur was? Oh, Platine, Altmetall, Platine, Box. Plus zwei Nachladen, minus ein Clip. Ich hasse das negative Zeug da. Geht's jetzt da hinten raus? Tatsächlich. Will, dass ich da... Können wir machen. Such Pfiffi. Dann schauen wir mal das ganze Zeug hier mal abliefern. So. Man nichts mehr herstellen. Zumindest jetzt keine Clips mehr. Warum? Sind wir voll oder? Hm, ja, unheimlich. Sind nicht so nackt ohne Heilung. Können wir da noch was herstellen? Damit ganz schön was verlötet. Wieso gibt es denn eigentlich da zwei? Da lang, und was ist da hinten? Oh nein. Nee, da ist nichts. Er hat alle Lebensmittel ruiniert. Sarge, haben Sie gehört? Futsch, es ist alles futsch. Der Mensch lebt nicht von Blut allein. Was soll das denn heißen? Das Fleisch ist überall um uns herum. Leckeres Fleisch. Finger und Zehen und Nasen. Ach. Wo wollen Sie hin? Was ist denn in Sie gefahren? Hey! Jeder muss verstehen. Sie müssen wissen. Sie müssen essen! Die nehme ich dir nicht den Mittelfinger zeigen. Die fressen den glatt auf. So, ab, ab in der Reihe. Ja klar, was soll denn der Mist da immer? Da kommen so viele Gegner, ne? Zwei mehr nachladen, minus ein mehr Schaden. Da waren wir doch schon mal. Da ist nichts mehr, ne?
Mann, wie ich euch hasse, ne? Okay, wir schauen mal, ob wir hier irgendwas updaten können. Das haben wir sogar voll. Ne, das geht nicht. No. No. Und no. Gut. Alles klar. Das wird ja die längste Aufzugfahrt meines Lebens hier. Ah, halt mich ein bisschen fit. Wie Rocket Balboa. Willkommen an. Oh. Na komm schon. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Ah. Wir haben erfolgreich den Quatsch hier überstanden. Das hätte man zwar später auch noch machen können, glaube ich. Oder hätten wir dann immer noch hinfahren können, von hier aus irgendwie. Aber jetzt fahren wir wieder zurück. Nehmen wir uns eine normale Mission wieder auf. Das sind wir wieder. Und da sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.